Hallo, ich bin Simon, euer Muskelmacher. In diesem Video geht es um den grundlegenden Unterschied zwischen Anfängern und Fortgeschrittenen, was sich unterscheidet im Bereich der Bewegungsausführung. Du siehst vielleicht mal wieder Leute, die neu ins Fitnessstudio gehen und dann die eine oder andere Übung einfach komplett falsch ausführen. Das ist immer wieder fraglich, warum da kein Trainer kommt oder einfach mal anfängt zu helfen oder jemand sagt, wie man es besser machen kann. Aber es hat natürlich auch was mit der körperlichen Verfassung zu tun und genau das ist auch ein ganz wichtiger Einflussfaktor. Dann siehst du natürlich auch Leute im Fitnessstudio, die können das Ganze und bei denen sehen die Übungen super gut aus. Also vom Bewegungsfluss siehst du halt, dass da eine sozusagen Harmonie drin ist. Das Ganze sieht sauber aus, es sieht kontrolliert aus, es sieht gewollt aus und genau das sind natürlich die Unterschiede. Wenn man sich jetzt fragt, wo liegt eigentlich der Unterschied, in welcher Körperzone, in welchem Bereich vielleicht auch in welchem muskulären Bereich liegt der Unterschied, dann bin ich der Ansicht, dass es im Grunde genommen die Hüftrumpfstabilität ist, die den Anfänger vom Fortgeschrittenen unterscheidet. Ich habe hier gerade zum Beispiel jemanden gesehen an dieser Übung, also bei diesen klassischen Rudern, der hat hier angefangen zu rudern, das sah wirklich ganz furchtbar aus, mit so einem runden Rücken, also im oberen Bereich des Rückens so eine Rundung drin. Aber eben auch hier unten war alles flexibel und genau das ist eine der Übungen, wo natürlich die Körperspannung ganz wichtig ist, damit man sich zum einen A nicht verletzt und zum anderen B natürlich auch den Zielmuskel trifft. Also wirklich imstande ist, die Muskeln zu trainieren, die man auch trainieren möchte und nicht irgendwas anderes macht oder die Gelenke unnötig verschleißt. Ich finde es hier auch nochmal ganz interessant bei diesem aufrechten Rudern. Hier hast du die Möglichkeit, eine ganz normale Standposition zu nehmen, die wahrscheinlich 99% der Sportler einnehmen würden. Also ganz klar durchgestreckte Beine. Aber der Unterschied zwischen den Leuten, die das Ganze einfach nur mit durchgestreckten Beinen machen und denjenigen, die einfach noch 100%ige oder sagen wir mal 120%ige Konzentration in die Übung reinbekommen wollen, ist, dass du einfach so ganz leicht in die Beuge gehst. Ich mache das jetzt vielleicht mal ein bisschen extremer, auch wenn es nicht sonderlich attraktiv aussieht, aber so ganz leicht in die Beuge gehen. Ich überzeichne das jetzt mal ein kleines bisschen, damit es gut zu erkennen ist und aus dieser Position heraus anfangen, die Übung auszuführen. Der Unterschied ist ganz einfach, wenn du deine Hand bei mir hier hinten in den unteren Rücken reinlegen würdest, merkst du, dass die beiden Muskelstränge, die links und rechts der Wirbelsäule verlaufen, unter Kontraktion stehen. Das sind auch genau die beiden Muskelstränge, die du spüren kannst, wenn sie gut ausgeprägt sind, während du läufst. Das heißt, du legst deine Hand hier hinten in den Rücken rein, über das Steißbein und schaust einfach mal, ob die beim Laufen kontrahieren, dann hast du gut ausgebildete untere Rückenmuskeln. Ich merke das zum Beispiel, gerade wenn ich in diese Hocke gehe, dass mein gesamter Körper, zum einen meine Beine, zum anderen aber auch der gesamte Hüft-Rumpfbereich und natürlich der Oberkörper, der am Ende die Bewegung ausführt, unter Spannung steht. Das heißt, meine Körperspannung ist schon eine ganz andere. Ich stehe da nicht einfach wie ein schlaffer Sack da und gehe am Ende vielleicht auch noch mit den Schultern nach vorne, um die Bewegung irgendwie so auszuführen, sondern ich gehe leicht in die Beuge rein, habe hier eine wahnsinnige Stabilität in den Beinen drin, habe hier eine wahnsinnig gute Hüft-Rumpf-Stabilität, natürlich auch der untere Rücken, der ganz maßgeblich Einfluss darauf nimmt. Und genau aus dieser Position heraus habe ich dann die Möglichkeit, auch die Schultern nach hinten zu nehmen, beziehungsweise eben nicht nach vorne zu ziehen und die Übung sauber und konzentriert auszuführen. Ganz gut zu erkennen. Einfach mal ausprobieren, gibt bestimmte Übungen. Da macht das wirklich Sinn, einfach mal so leicht in die Hocke zu gehen, auch wenn es vielleicht doof aussieht und man sich im Fitnessstudio ziemlich lächerlich damit vorkommt. Aber besser die Übung sauber ausführen, eine schöne Körperspannung halten, als einfach wie so ein schlaffer Sack zu trainieren, sich die Gelenke kaputt zu machen und für den Muskelaufbau überhaupt gar keinen Erfolg zu erzielen. Alles klar, einfach ausprobieren, kommentieren, bewerten. Ich freue mich drüber. Wir sehen uns im nächsten Video. Viele Grüße, euer Simon.